Moin, moin, ihr Halunken. Ja, heute hier aus der heimischen Holzhütte. Denn draußen ist es schon fast dunkel und neblig ohne Ende. Früher komme ich aufgrund der Arbeit zurzeit leider nicht raus. Dennoch habe ich Lust auf ein kleines Video. Anlass dafür ist, darüber nachgedacht habe ich vorher schon, aber der Reini Rossmann, der hat ein doch wie immer sehr amüsantes Video gemacht, wo er nochmal ein bisschen was über das Fellkniefen F1 erzählt hat und hat da auch nach eigener Meinung und so weiter gefragt. Und ja, das war jetzt der Anstoß, endlich dieses Video zu machen. Nee, ohne mal weiter, versuchen wir es. Das voll verhaspelt, egal. Das F1 von Fellkniefen. Ich habe es letztens schon kurz vor der Kamera gehalten, im kleinen Vergleich zum Mora-Garberg. Es sollte ja kein direkter Vergleich sein, sondern nur halt mal zwei Ikonen, die immer wieder im Bereich Bushcraft und so weiter genannt werden. Hatte ich immer kurz nur miteinander verglichen und gezeigt. Über das F1 selber brauche ich kein weiteres Video mehr machen. Da gibt es wirklich massig sehr gute Videos. Ich wollte euch nur mal kurz erzählen, warum dieses kleine Messerchen jetzt noch bei mir ist. Ich hatte es ja bekommen, ich hatte es eine Zeit lang benutzt und irgendwie wusste es nicht so ganz zu gefallen. Und zwar der Griff, der war mir so ein bisschen ungewohnt suspekt, sagen wir es mal so. A, der hat ja diese Gummierung und B, ist er doch relativ dünn und klein gehalten, der Griff. Hier Handschuhgröße 9. Das war zuerst ach ungewohnt. Da hatte ich zahlreich überlegt gehabt, oh, gibt das Messer wieder weg. Ich hatte es auch schon im Markt drin gehabt, wieder rausgenommen. Ja, und irgendwann war dann der Punkt erreicht. Ich hatte es ein paar Mal wieder mit rausgenommen und auch benutzt. Und da habe ich doch die Vorzüge von diesem kleinen Messer kennengelernt und auch lieben gelernt. Zum einen natürlich die sehr schneidfreudige Schneide, also die Klinge mit dem balligen Anschliff, das ist wirklich eine wahre Wonne. Damit kann man nicht nur wunderbar Holz schnitzen und so weiter, nein, auch zur Essenszubereitung ist das Ding wirklich ideal aufgrund der Klingendicke und der Art des Anschliffs. Da wird nichts großartig gespalten oder dergleichen. Also von der Klinge mal ganz ab. Der Griff allerdings, der hat sich wirklich als mega positiv erwiesen. Und zwar vor allen Dingen jetzt zu dieser Jahreszeit. Wir haben jetzt mittlerweile Winter und da gibt es doch so einige Tage, an denen es um die 0 Grad geht. Und wenn man so ein Messer die ganze Zeit am Gürtel hatte, wo dann der sogenannte Full Tang komplett einmal schön durchgeht, außenrum und dann mit blanken Händen reingegangen ist, hat man schnell gemerkt, scheiße, an den Stellen ist es doch verdammt kalt. Ja, das Problem hat man hierbei definitiv nicht. Denn hier ringsrum ist ja dieser Gummigriff. Und dazu noch, wenn es noch so klamm und nass ist wie heute, ist das Messer immer richtig schön sicher in der Hand. Auch mit Handschuhen rutscht da nichts rum. Und von daher sind das so Pluspunkte, wo ich sage, nee, der kleine Teil, das bleibt. Auch wenn es nur, ja, jetzt doof gesagt, das Schlechtwettermesser sein wird. Wie gesagt, wenn da so eine Fulltank-Konstruktion ist, wo man auf den blanken Stahl packt, der die ganze Zeit draußen gewesen ist, ist es mal nicht kalt. Oder bei glatten Mekatergriffen oder Holzgriffen, die werden doch sehr leicht rutschig bei so klammem Wetter oder wenn man dann nasse Hände hat durch den Regen. Von daher von mir ein dicker Daumen hoch. Was fürs Auto die Winterreifen sind, ist das hier mein Wintermesser. Ja, und in unserem Breitengraden, wisst ihr alle, gibt es sehr viele nasse, kalte Tage. Ja, und für den Sommer, da hat man schon Messer und da ist auch jetzt was dazugekommen. Da wird es demnächst ein kleines Video zugeben, natürlich, sobald ich auch ausgiebig damit rumgespielt habe und so weiter, wenn ich auch Genaues dazu sagen kann. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Meine Meinung zum F1, wie gesagt, zu genauen Daten und
schaut mal weiter bei YouTube, da gibt es zig YouTuber, die da richtig coole Videos zu gemacht haben. Der Bernhard Hofbauer, der hat, weiß nicht wie viele Liebeserklärungen schon zu diesem Messer abgegeben. Wie schon erwähnt, der Reini Rossmann. Unzählige Amerikaner. Das F1, das wird ja immer wieder genannt und ja, es hat es doch geschafft, in mein Messerherz zu gelangen. So, das soll es gewesen sein. Ein ganz kurzes Video mal als kleines Lebenszeichen von mir. Ich wünsche euch was. Bis dann. Munter bleiben. Tschüss.